Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start. Es sind noch einige Spiele in der Premier League. Wir haben, glaube ich, heute schon Saisonende? Ich glaube noch nicht, oder? Ne, 33 Spiele. Ein paar haben wir noch. Ich glaube, zwei Episoden waren es noch. Oder drei? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, wird das spannend werden. Und, würde ich sagen, gehen wir ins erste Spiel, oder? Können wir nicht mal machen. Gegen wen geht's denn überhaupt? Gegen Stoke, alles klar. Dann simulieren wir mal bis zu diesem Spieltag. Und haben wir noch ein paar Abschlussberichte zu Soberg, Hoffmann und Kempf. Wie sieht's bei Kempf aus? Nicht gut, nicht gut. Bei Hoffmann schon besser, aber auch nicht so überragend. Und bei Schnecke, naja, schnecke ich halt, ne? Gut, Jairo haben wir hier noch, den kann ich auch beobachten. Ich dachte, der wäre Chilene. Ne, das war Jara, ne? Ja, immer diese komischen Namen. Egal, Friedrich haben wir hier noch, den beobachte ich ja sowieso schon, aber der ist bisher, naja. Egal, gut, dann machen wir die Aufstellung, würde ich sagen, gegen Stoke. Wer spielt denn mal? Ibrahimovic ist nicht ganz fit, das heißt, der geht raus, dafür kommt Perez rein. Niang können wir immer spielen lassen. Castelletto lassen wir draußen. Niang lassen wir, packen wir rein für Cabella, Stindel, packen wir raus für, De Jong. Dürfte passen. Und ansonsten, glaube ich, brauchen wir nichts wechseln. Der Rest passt, glaube ich, ganz gut so, wie er ist. Dann würde ich sagen, gehen wir in eine Partie, holen uns die nächsten drei Punkte und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Schlusssport in der Premier League und Newcastle United war zu Gast im Britannia Stadium bei den Potters, bei Stoke City und die wollten natürlich mal wieder als nächster Gegner hier die Magpies stoppen. Ja, mittlerweile nicht mehr ungeschlagen, aber natürlich noch an der Tabellenspitze thronen. Wir gucken uns die Table mal an. Ja, auf Platz 1 Newcastle, 6 Punkte Vorsprung vor den Spurs. Stoke immerhin auf Platz 7, gar nicht mal so schlecht, aber immerhin 19 Punkte Rückstand, 29 Punkte sogar. Naja, auf die Magpies dementsprechend keine Chance mehr, an denen vorbeizuziehen. Trotzdem konnte man sie natürlich ärgern, denn der Rückstand von Spurs war halt nur 6 Punkte. Das heißt, mit einem Sieg, also einer Niederlage hier von Newcastle, einem Sieg der Spurs, wäre das Ganze nochmal richtig spannend. Das wollten die Magpies aber richtig schön verhindern und deswegen traten sie hier mit B11 an. Warum mit B11? Ja, die Champions League stand vor der Tür gegen Real Madrid. Bei Stoke Trapp, der ehemalige Magpie, Bardsley, Wilson, Reed, Muniesa, Whelan, Nsonsi, Bojan, Arnautovic, der ehemalige Bremer, Ireland und Defoe in der Sturmspitze. Auf der Bank immerhin Robert Hut, der ehemalige deutsche Nationalspieler, genauso wie Mambiram Djouf. Das heißt, sie hatten Potenzial auf der Ersatzbank, genauso wie auch Berahino. Aber natürlich waren auch die Magpies gut aufgestellt, trotz, wie erwähnt, dass sie mit B11 spielten. Im Tor natürlich Begovic, Chambers, Sané, Laporte, Kurzawa, Geist, De Jong, Niang, Draxler, Ben Yedda und Perez. Auf der Bank Spieler wie Sippel, Janmat, Ibrahimovic, Cabella, Stindl, Oxlade, Chamberlain, Castelletto. Das zeigt schon, was für eine breite Qualität dieser Kader hat. Und wir starten einfach mal direkt in die erste Szene, während wir uns hier nochmal kurz einen Nsonsi angucken, der vor dem Spiel gesagt hatte, wir wollen unseren Gegner heute mal richtig schön ärgern, die Franzosen vor allem, denn er ist natürlich ebenfalls Franzose und die Magpies sind ein sehr französisch gespielter Verein und sie starteten sehr gut in diese Partie. Der erste Ball von Young auf Chambers und der versucht es direkt mal mit der Flanke, das zeigt, naja, sie versuchten es nach vorne. Die erste gute Chance der Partie, nicht die erste Annäherung, sondern Chance, hatten allerdings die Potters. Bojan hier mit dem Ball über außen, schön gemacht gegen Kurzawa, setzt sich da durch auf Ireland und der Ire mit der Flanke an den zweiten Pfosten. Da ist Arnautovic, den muss er machen, setzt er auf die Latte, deswegen 0:0 weiterhin nach 10 Minuten. Das war richtig bitter, der Österreicher hier mit der riesen Chance nach knapp 10 gespielten Minuten und dann kamen die Magpies nach vorne. De Jong mit dem Ball auf Benena wunderbar gespielt, auf dem Bar hier Niang, der versucht es direkt anstatt zu passen, war vielleicht in der Situation gar nicht mal so schlecht, aber er scheitert an Kevin Trapp, der natürlich gegen seine alten Teamkollegen beweisen wollte, dass er der bessere Torwart war. Allerdings spielte Begovic auch sehr gut und auf der anderen Seite, naja, vor dem Kasten von eben Trapp gab es mehr Chancen. Sané hier mit dem Kopfball wiedergeklärt vom deutschen Keeper, schöner Kopfball eigentlich vom Senegalesen, aber kein Problem für Trapp und dann kam Draxler und es gab Elfmeter in der 28. Spielminute, ganz, ganz blöd das Tackling hier im 16er, dementsprechend vollkommen zu Recht dieser Elfmeter gegeben und Trapp sah sich seinem ehemaligen Teamkollegen jetzt erneut gegenüber. Wilson, ja, der weiß, was er verbockt hat, also die Szene war wirklich sehr, sehr ungeschickt, wie er sich dagegen Draxler in den Zweikampf begibt, schiebt ihn zur Seite, der fällt hin auf nassem Rasen und dementsprechend muss man diesen Elfmeter pfeifen. Das tat der Schiedsrichter und dementsprechend die Chance natürlich mal wieder auf eine Bude für Wissam Meniera. Ibrahimovic war ja nicht im Kader, deswegen schoss natürlich der Franzose hier, denn etatmäßig der zweite Stürmer, der zweite Top-Torjäger und dementsprechend wollte der hier seine Tore machen gegen Trapp, der weiß normalerweise, wo die hinschießen, juckt den aber nicht, er springt nicht hin, er bleibt stehen und somit steht es 1:0 nach 30 Minuten für die Magpies und das war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn die französisch geprägte Mannschaft aus dem Nordosten Englands machte hier das Spiel, spielte definitiv besser nach vorne und machte hier dementsprechend verdient, wie gesagt, den Führungstreffer. Dann kamen allerdings die Potters zurück und sie versteckten sich nicht, sie versuchten es direkt mit Bardsley, der Schuss ist nicht schlecht, aber Begovic ist da und wie gesagt, sie versteckten sich nicht nur nicht, sie hatten auch große Chancen. Whelan mit dem Ball nach vorne getrieben auf Arnautovic, der wieder
zweimal gegen Begovic und wieder ist der Bosnier zur Stelle. Der machte eine richtig gute Partie hier im Kasten, zeigte seinem Gegenmann auf der anderen Seite, dass er ein guter Keeper war. Dann war Halbzeit, es stand 1:0 für die Magpies, das ist ein solider Stand. Somit kann man sich pushen für die Partie gegen Real Madrid. 2:2 im Hinspiel, das heißt im Rückspiel muss ein Sieg her oder ein Unentschieden mit 3 Toren im Santiago Bernabeu. Und hier wollte man natürlich auch nicht verlieren, um in der Liga weiter dabei zu bleiben. Ireland nach knapp 10 Minuten im zweiten Durchgang wieder gut gehalten von Begovic, kein Problem für den Bosnier. Und im Gegenangriff gab es ja quasi die Chance durch einen Freistoß, die größte Chance nach 66 Minuten für die Magpies. Naja, die größte bisher in der ganzen Partie, eventuell abgesehen vom Tor. Sieben de Jong trifft da aber nur den Pfosten. Dann gab es einen Dreifachwechsel auf Seiten der Magpies. Draxler, Ayoze, Perez und Geis gingen raus und dafür kam Oxlade-Chamberlain, Sippel und Zlatan Ibrahimovic in die Partie. Das heißt, der etatmäßige Elfmeterschütze Nummer 1 war wieder auf dem Platz und auf der anderen Seite, naja, wurden Fehler gemacht. Hier einfach gespielt von DV, der Ball nach vorne gespielt von Mendieta auf Ibrahimovic, gerade erst auf dem Feld und jetzt die Chance zum 2:0. Er schießt vorbei, er macht nicht alles klar. Es bleibt beim 0:1 aus Sicht von den Potters und normalerweise macht er so ein Ding rein und das wurmt ihn natürlich. Der wollte jetzt zeigen, ich kann mein Tor trotzdem erzielen. Oxlade-Chamberlain mit einem Traumpass über knapp 50 Meter auf den Schweden. Der ist wieder der Verteidigung enteilt, der Schuss mit links und wieder ist Trapp da. Er wollte natürlich hier Ibrahimovic nicht sein Tor gönnen, sein 23. Saisontor wäre es eventuell gewesen. Hätte er den ersten Ball reingemacht. So blieb es beim 1:0 für die Magpies. Im Endeffekt ein verdienter Sieg, mit dem sie hier sich weiter absetzen von den Spurs. Weiter 6 Punkte und jetzt sind noch ganz wenige Spiele bis zum Ende der Saison. Es sieht wirklich nach Meisterschaft aus für die Magpies und jetzt geht es in der Champions League weiter, denn da will man natürlich auch ins Finale einziehen. Im Idealfall das Triple holen. Man hat die Chance gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu. Ein Sieg im Britannia Stadium ist gut. Ich habe gesagt, wir wollen 3 Punkte. Ich habe nicht gesagt, wir müssen hier irgendwie extrem viele Tore schießen. Haben wir nicht gemacht, aber die Chancen waren auf jeden Fall da. Haben sie halt nicht genutzt. Ibrahimovic mit ungeahnten Schwächen im Abschluss, aber nicht so schlimm, denn erstmal geht's ins Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. Das heißt, wir müssen da im Idealfall gewinnen. Ansonsten sieht es ganz, ganz schwer aus. Unsere Form ist im Vergleich zu der von Madrid. Schauen wir mal nach. Nicht ganz so gut. 4, 5, 3 und 7. Wie sieht es bei uns aus? 2, 6 und 6. Naja, gut. Im Endeffekt ganz okay, aber wir verunsichern Ronaldo. Das ist die einzige Variante, die mir irgendwie einfällt. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin echt gespannt. Also wir können das jetzt entweder gewinnen oder wir spielen 3:3 oder andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Nastasic möchte gerne weg. Spielt nicht. Hat Gründe, aber er möchte trotzdem weg. So, Oxlade-Chamberlain sieht das Ganze genauso. Ja. England, was haben wir hier so? Sofian Melfury, ein Innenverteidiger mit 1,72 Körpergröße. Überragend. Dementsprechend so Van Ginkel, natürlich Van Ginkel. Marvin Friedrich haben wir abgeschlossen, können wir auch nochmal kurz nachgucken zumindest. Gib mal her, was kann er? Ne. Mit 21,66 ist ein bisschen low. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie das hier so geht. So, natürlich kommt Ibra rein, Cabella kommt rein für Niang, Stindl kommt rein für Geist, De Jong kann drin bleiben, wir brauchen eine Offensive. Das lassen wir, glaube ich, auch alles so, außer dass Janmaat hierher kommt und links, ja, Mendy ist nicht fit. Deswegen müssen wir das Ganze so lassen. Campbell packen wir mal rein für Geist und für Chambers packen wir Thauvin hin. Und das Tasic für Niang und ich glaube, das passt dann, weil wir brauchen ein bisschen Pace und Nastasic, ja, vielleicht kann er ja doch nochmal spielen ein bisschen. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, aber die Partie und bis gleich. 2:2 im Hinspiel und Trainer MGT hatte nur einen Spieler von Real Madrid in die Pflicht genommen, sich hier zu präsentieren. Natürlich Cristiano Ronaldo, den viermaligen Weltfußballer. Der sollte heute zeigen, was er drauf hat. Auf der anderen Seite Carlo Ancelotti, naja, der hatte quasi gesagt, hey, wir wollen hier Newcastle nicht gewinnen lassen. Es ist sehr, sehr schwer gegen uns zu gewinnen und 2 Tore werden wir hier sicherlich nicht kassieren. Er sprach also quasi davon, dass ein Unentschieden nicht zustande kommen würde, eine Niederlage schon gar nicht und dass man dementsprechend nicht, ja, daran scheitern sollte, hier ins Finale einzuziehen gegen die Engländer. Auf der anderen Seite Dortmund gegen Bayern auch noch nicht entschieden. Auch da war es noch eine Frage der Zeit, wer denn da ins Champions League Finale einzieht gegen den Gewinner aus dieser Partie hier. Und wir haben sehr, sehr starke Teams auf beiden Seiten. Natürlich eine Weltelf bei Real Madrid, aber auch Newcastle muss sich nicht verstecken. Und wir schauen uns direkt mal an, mit was Real Madrid hier antrat. Im Tor natürlich mit Hugo Lloris, dem ehemaligen, ja, Spieler der Spurs, im Moment hat er den zweiten in der Premier League. Dann Carvajal, Pepe, Ramos und Marcelo in der Verteidigung, Kroos und Modric hinter James Rodriguez und vorne in der
der Spitze. Bale, Benzema und Ronaldo. Seit Ewigkeiten steht diese Elf nur im Tor, hat sich was verändert. Und anders muss man auch gar nichts verändern, denn das ist eine der besten Mannschaften der Welt. Und das weiß natürlich auch Trainer MGT, der stellte seine beste Elf auf. Begovic, Jan Mazzané, Laporte, Kurzawa, Stindl und De Jong auf der 6. Das heißt sehr viel Offensive, denn man musste natürlich Tore schießen. Cabella, Draxler, Ibrahimovic und Ben Yedda. Eine sehr, sehr starke Aufstellung, mit der die Magpies hier antraten. Die Toons, die mitgereist sind. Toon Army war natürlich sehr euphorisch, wollte hier unbedingt einziehen im Champions-League-Finale. Auch Alex Oxlade-Chamberlain, der sich unter der Woche beschwert hatte, zu wenig Spielzeit zu bekommen, wechseln wollte, genauso wie sein Teamkollege Nemanja Nastasic, der auch auf der Bank saß. Kurzawa war mehr als zufrieden mit seiner Rolle, denn nach der Verletzung von Mendy war er wieder in den Kader gerückt, ins Rampenlicht, und Lauro Leopardi pfiff die Partie hier an im Santiago Bernabeu, und es gab direkt mal ungewohnte, naja, sagen wir mal, Nervositäten bei Newcastle. Die erste Chance der Partie für Real Madrid. Modric läuft sich schön frei, der Pass von James im genau richtigen Moment. Modric frei vor Begovic, zu hastig abgeschlossen. Es bleibt bei 0:0, der ja, Bosnier mit seiner ersten guten Parade in der Partie. Und es ging weiter mit Real Madrids Powerfußball, den kennt man ja. In der Offensive sind sie eine Macht. Gareth Bale geht hier über außen, setzt sich gegen Sané durch mit dem Pass auf Carvajal. Wunderbarer Doppelpass. Und jetzt hat er den Ball zurück auf Carvajal. Wunderbar gespielt auf Benzema, auf Ronaldo. Der will natürlich treffen, der will Kritiker MGT stumm stellen. Schafft es hier nicht, wieder ist Begovic da und hält das 0:0 fest. Trotzdem nur Real in der Offensive. Newcastle fand nicht statt, wenn es ums Tore schießen ging. Modric mit dem Ball auf Ronaldo. Ronaldo macht das da gut gegen Sané, spielt den Ball nochmal in die Spitze auf Modric und wieder geht der Ball am Tor vorbei. Nicht das 1:0. Mittlerweile wäre es mehr als verdient gewesen für die Madrilen, aber Newcastle verteidigte hinten meistens sehr gut, teilweise allerdings auch mit ja, haarsträubenden Fehlern. Hier beispielsweise Stindl direkt in den Fuß von James Rodriguez. Der legt ab für Kroos. Kroos gegen den Pfosten und da ist Sané und kann den Ball dann klären. Riesenmöglichkeit, die beste der Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Aber es blieb beim 0:0. Irgendwie retteten sie die Magpies in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit musste man natürlich ein Tor schießen. Zumindest eins, das würde ich hier alles entscheiden. Vielleicht mal einen Konter setzen. Ja, Real wollte natürlich hier direkt alles entscheiden vor heimischem Publikum. Die wollten das Tor machen, das zweite am besten auch noch. Dann wäre es vorbei. Aber es kam Newcastle nach knapp 10 Minuten mit Rémi Cabella. Irgendwer musste ja mal nach vorne gehen und er versuchte. Es geht hier in den 16er gegen Ramos und Marcelo. Und es gibt Elfmeter in der 57. Spielminute. Entscheidet der italienische Schiedsrichter hier auf Penalty. Und das war in der Situation gerechtfertigt. Marcelo mit dem Foul gegen Cabella. Zunächst gar nicht so wirklich zu sehen, aber er trifft den Franzosen, nachdem der hier den Trick macht am Knöchel. Der fällt, der muss fallen und kriegt den Elfmeter zugesprochen. Die Riesenchance, vorher noch der Wechsel. Thauvin kam für Alex Oxlade-Chamberlain in die Partie. Nein, nicht für Alex Oxlade-Chamberlain, für Julian Draxler in die Partie. Chamberlain weiterhin auf der Bank und dementsprechend Elfmeter. Ja, und wer schießt den? Normalerweise Ibra, aber im letzten Spiel hatte Benerda getroffen und der wollte auch diesmal die Verantwortung übernehmen. Untypisch für Ibrahimovic, dass er den Elfmeter klauen lässt, aber der Franzose wollte den unbedingt schießen gegen seinen Landsmann, gegen Hugo Lloris. Die Riesenchance für Newcastle, eventuell ins Finale der Champions League einzuziehen, beziehungsweise diesen Traum ja etwas näher zu rücken. Ben Yedda gegen Lloris, Frankreich gegen Frankreich und Ben Yedda entscheidet es für sich, wie auch schon gegen Stoke, schießt er nach links. Lloris bleibt stehen, es steht 1:0 für Newcastle und jetzt war natürlich der Gästeblock ein absolutes Tollhaus und die anderen Madrilen, die Fans der Galaktischen, die fragten sich, was ist hier eigentlich los? Wir waren so überlegen, dann kommt ein Konter, ein Elfmeter, ein unnötiger Kontakt und es steht 1:0 für die Magpies und die können sich jetzt natürlich hinten reinstellen. Ben Yedda, man sieht aus vielen verschiedenen Perspektiven, das wird eventuell das Tor sein dieser Champions League Saison, denn er schießt halt die Magpies ganz nah dran und wenn es hierbei bleiben sollte, dann haben sie aus einer unmöglichen Ausgangssituation, einem 2:2, sie mussten gewinnen oder drei Tore, beziehungsweise zwei Tore schießen im Santiago Bernabeu, um irgendwie weiterzukommen, dann hätten sie es irgendwie geschafft. Aber Real versuchte es natürlich. Modric mit dem Ball nach außen auf Marcelo, der flankt direkt. Da ist Benzema, setzt sich durch gegen Laporte. Normalerweise gewinnt er jedes Kopfballduell. Hier nicht gegen den französischen Landsmann, aber der köpft über den Kasten von Begovic, der wohl machtlos gewesen wäre. Und dann kamen die Konterchancen für Newcastle. Auch wenn Benzema seine Kollegen anfeuert, naja, machten die nicht mehr wirklich viel, denn sie kamen nicht durch die Defensive durch, die jetzt sehr, sehr stabil stand. Isco nochmal mit dem Ball nach außen, aber die Flanke von Carvajal grenzt schon fast an Verzweiflung, denn die kommt jetzt gleich überhaupt nicht gut, direkt auf Begovic und jetzt kann Newcastle natürlich wieder kontern und wie sie das machen, ist wirklich sehr beeindruckend. Auf Janmar, der leitet direkt weiter auf Cabella und der geht ein paar Meter und schickt dann, ja, Wissam Meneda, den Torschützen. Der setzt sich da durch gegen Ramos, ist schneller als der Spanier, macht das klasse, zieht in die Mitte, der Pass auf Ibrahimovic, der Thauvin eingewechselt, komplett frei, die Riesenmöglichkeit, den muss er machen. Dann ist es hier die Entscheidung, das 2:0, aber er macht ihn nicht rein. Es bleibt beim 0:1, Riesenchance vergeben durch den Franzosen. Das ärgert ihn natürlich, genauso wie Ibrahimovic. Er hätte auch selber schießen können, er legt uneigennützig quer. Und dann bleibt es beim 0:1. Und auf der anderen Seite hatte Real weitere Chancen. Benzema, wunderbar gemacht, der Ball in den Rückraum gespielt. Zu Carvajal mit links am Tor vorbei.
80 Minuten durch. Noch 10 Minuten blieben Real, um hier irgendwas zu reißen und den Ausgleich zu machen. Es würde reichen, aber es spielte nur noch Newcastle. Es konterte nur noch Newcastle. Die standen hinten so solide und nach vorne spielten die richtig, richtig gut. Der Ball auf 7 De Jong und der sieht wieder mal, naja, da läuft sich wer frei. Und zwar Wissam Ben Yedder. Ben Yedder frei vor Juri und diesmal passiert er vollkommen. Also den kann man besser aufs Tor bringen. Es blieb beim 0:1. Dementsprechend gefährliches Ergebnis. Aber es gab einfach keine Chancen mehr für Real Madrid. Wir sehen weitere Chancen durch Konter zustande gekommen von Newcastle United. Zunächst einmal Thauvin, den wir hier in dieser Situation sehen. Freigespielt von Ibrahimovic, macht es mal wieder alleine. Macht das auch gut. Wird geblockt von Isco, der mit da hinten geheilt ist. Und dann gab es nochmal Ibrahimovic Chance hier in der 90. wieder gegen Isco. Der Schuss mit links und Juri hält. Es war im Endeffekt egal. Es war die letzte Szene der Partie. Newcastle United zieht überraschend ein ins Champions League-Finale. Ein 2:2 im Hinspiel gewinnen sie im Santiago Bernabeu. 1:0. Die Überheblichkeit von Carlo Ancelotti wurde bestraft. Und dementsprechend sind die Männer aus dem Nordosten Englands erstmals in der Vereinsgeschichte wieder ganz nah am Titel dran. Das wäre ein absoluter Traum für Trainer MGT, für die Magpies, für die Toon Army und für ganz England. So, Freunde, wir sind wieder zurück und es tut mir leid, ich habe den Screen übersprungen, einfach weil ich was gerendert habe und deswegen nicht aufnehmen konnte. Es ging in dem Moment nicht, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir stehen im Champions League-Finale, wir haben gewonnen gegen Real Madrid, zwar irgendwie auch glücklich, aber mit 1:0. Und von daher, ja, heißt es jetzt Turnierpreisgeld 7 Millionen einstreichen und dementsprechend das Champions League-Finale gewinnen. Gegen wen? Ja, das werde ich euch gleich zeigen. Ich lobe erstmal meine Mannschaft, was vollkommen verständlich ist. Zlatan Ibrahimovic will vorschlagen, in der Startelf zu stehen und hat sich darüber jetzt gefreut im Nachhinein. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Tabellen ist, glaube ich, falsch, denn ich muss ja auf Begegnung. Ja, nee, vielleicht doch nicht. Hier stehen wir gegen City im Finale und in der Champions League spielen wir gegen Borussia Dortmund, die sich durchgesetzt haben gegen den FC Bayern. Genau mit dem gleichen Ergebnis wie wir. Das heißt, wir spielen gegen den BVB im Champions League Finale, die erneut die Chance haben, diese Königsklasse zu gewinnen, eigentlich auch schon 2013, als sie gegen Bayern verloren haben. Mal sehen, ob sie es diesmal schaffen oder ob wir uns erneut wieder mal irgendjemandem groß in den Weg stellen und uns den Titel grabben. Hey, ich kann nicht mehr reden, aber ist auch vollkommen egal. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Sané wird in der nächsten Episode wohl nicht spielen. Da wird wohl ein guter Nastasic wieder seine Chance bekommen. Eigentlich hat Thauvin mir gefallen, hätte halt die Chance reinmachen müssen, aber naja, was soll's. Wir sind im Champions League-Finale, ich kann mich drüber freuen. Wir sind so gut wie Meister. In dieser Episode gibt es so 2 Spiele, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, aber ich denke mal, das reicht ausnahmsweise mal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.